Hi Leute, hier bin ich wieder. Was lag da? Und ja, Leute, ich werde heute wieder mal auf gestellte Fragen eingehen. Und ich werde auch Fragen beantworten und auch neue Sachen präsentieren, die mir vorgeschlagen wurden zu kaufen. Okay, und nämlich würde ich sagen, wir starten mit den Fragen. Und bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Wir haben nämlich noch ein paar sehr lustige Produkte. Die sind kein Product Placement, die habe ich alle selber gekauft. Keine Angst. Und ich würde sagen, let's begin. Und ja, nämlich die erste Frage ist schon ziemlich eine extravagantere Frage, die sehr im endoplasmatischen Reticulum und... Nein, Spaß, keine Ahnung. Was, ich glaube hier wieder nur Scheiße. Nämlich, was sammelst du? Das ist eine Frage, die mir, glaube ich, sogar schon gestellt wurde, aber keine Ahnung. Schaut auf jeden Fall an meine anderen Videos. Sie sind auf jeden Fall nicht verlinkt, aber vielleicht sind sie schon verlinkt und dann könnt ihr sie abchecken. Yeah. Aber ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren. Yeah. Gut, jetzt genug Werbung gemacht. So, eben, was ich alles sammle. Und zum Teil, ich sammle Schuhe. Also, ich sammle sie nicht nur, ich trage sie auch, aber ich habe auch ein paar Schuhe, die ich einfach habe, um ins Regal zu stellen. Dazu könnte ich aber auch mal ein Video machen, wo ich alle meine Schuhe präsentiere. So, ja, das wäre auch wieder so ein Oldschool-Video, wo jeder YouTuber irgendwann mal gemacht hat. Ja, das ist gut. Und was ich sonst noch sammle, Filme. Das könnte ich euch mal schnell zeigen. Kommt mal mit. Also Leute, hier seht ihr übrigens, hinter der Kulisse steht ein Fernseher und ein paar Sachen. Und hier ist dann das Ding. Und hier liegt meistens noch mega viel Abfall rum. Einfach so von irgendetwas. Und ich zeige euch jetzt mal alle meine DVDs. Also wir haben hier ein paar. Das sind aber nicht viele. Und aber für den Rest müssen wir gerade mal einen Stock wechseln und darum springen wir einfach hoch. Ja Leute, hier bin ich wieder. Dann darf ich präsentieren. Das hier ist mein sogenanntes Kino. Da unten ist ein Blu-ray-Dings da. Nur der hat im Moment gerade seine Probleme. Da hinten ist ein Kristall. Da steht, das ist auch wieder Setos. Meine Mutter stellt einfach alle Sachen, die sie nicht braucht, in mein Zimmer rein. Und zwar, auf jeden Fall, hier sieht man schon ein paar Filme. Hier liegt auch übelst viel Scheiße. Und hier sind noch ein paar Filme. Dann hier sind noch ein paar. Ja, ist Blu-ray halt. Hier liegen noch ein paar. Weil die habe ich schon gezeigt. Und dann hier liegen noch die Filme. So für mich. X-Men, Harry Potter, Breaking Down, James Bond, Avengers, X-Men, Mission Impossible, Civil War, alles so Sachen halt. Also, ja, ich würde sagen, dann müssen wir auch schon wieder hoch. So. Und wieder hingestellt und wieder sit down, please. Yes. Und Leute, das war eine Frage. Und, zu der nächsten Frage, nämlich, wird es mal ein Gewinnspiel geben? Und dazu kann ich sagen, ja, wird es. Aber noch nicht jetzt. Denn im Moment habe ich 19 Abonnenten. Also Leute, wenn ihr wollt, dass es ein Gewinnspiel gibt, dann abonniert mal. Denn nur 25% überhaupt aller meine Zuschauer haben überhaupt abonniert. Also eigentlich könnte ich über 60 Abonnenten haben. Aber eben, das kommt immer auch ganz drauf an, ob ich einen Partner dafür finde und wenn, also damit ich große Verlosungen halt machen kann, weil ich kann jetzt nicht einfach irgendwie 10.000 Millionen Franken ausgeben. Zum Beispiel Julian Bam, der hat ja auch mal die übelste Verlosung gemacht, irgendwie 5 Fernseher, 20 Xboxen und 100 Millionen iPhones, aber das konnte er ja auch nur, da ihn jemand dabei unterstützt hat, weil... Auch ein Julian Bam verdient nicht, wie man an seinem Video gesehen hat, 5 Millionen Franken im Monat, Euro im Monat.
Aber nun ja, also es wird mal ein Gewinnspiel geben, aber das hängt immer auch davon ab, wie ich zu dem komme. Also wenn ihr wollt, dass es ein Gewinnspiel wird, könnt ihr alle mal abonnieren und das Video einfach anschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch liken, müsst ihr aber nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einen Kommentar schreiben. Und nun kommen wir auch schon zu den Sachen, die ich mir kaufen sollte. Nämlich war das erste, ich sollte mir nochmal zwei Staubsauger kaufen. Zwei Leute. Denn ihr müsst wissen, ich habe den hier. Also den habe ich mir jetzt neu gekauft. Mit dem kann man saugen. Und dann habe ich aber auch noch, der ist jetzt gerade in einem anderen komischen Zimmer. Hier habe ich auch noch den hier. Und jetzt habe ich extra, Leute, extra, den habe ich nicht gesponsert bekommen. Habe ich ultra viel Geld für den ausgegeben, aber ich habe es gemacht. Nämlich, Leute, habe ich mir den hier noch gekauft. So ein Dyson-Ding. Und wer sich auskennt so ein bisschen mit Staubsauger, der weiß, dass die extrem teuer sind. Und eben, zu der nächsten Sache, die ich mir. Ah, das zeige ich noch nicht. Das zeige ich dann erst in der nächsten Folge. Hier übrigens noch eine Lampe, die ich mal auch noch dazu mal. Die haben wir schon so lange, aber nie gekauft, nie irgendwo in Gebrauch genommen. So, perfekto. Und das Letzte, was mir gesagt wurde, ich soll mir doch eine Weihnachtsmütze kaufen. Und das habe ich getan. Nämlich habe ich mir die hier gekauft. Die kann man hier halt draufstellen. Aber die ist noch etwas spezieller, denn da kann man so draufdrücken und dann macht er. Ist dein Ernst? Okay, ich muss den morgen wieder zurückbringen, funktioniert nicht. Nämlich, der leuchtet hier halt so, also sollte er. Und er sollte nicht dieses machen, sondern er sollte Jingle Bells in einer Rock-Version abspielen. Also, Leute, lasst doch mal ein Like da, abonniert mich für mehr Videos. Und ich würde sagen, das ist mit dem Video und ciao, Leute.